weg. Komm schon. Och Mann, Alter. Hm. Ah, endlich. Sind wir drin? Bitte sag mir, dass wir drin sind. Bitte. Ich hab keinen Bock mehr zu warten. Ach du Scheiße. Das ist eine geile Begrüßung. Definitiv eine geile Begrüßung. Ja, okay. New World, DLC, Rise of the Angry Earth. Erstes geht's los. Was reicht denn jetzt? Okay, als erstes Reiztier-Quest. Da habe ich definitiv jetzt Bock drauf, direkt abzuholen. Wir können uns gar nicht porten, wir müssen hier hin. Oh, warte mal. Das ist mittlere. Ah, okay. Ja. Um dieses Geheimnis zu lüften, bedarf es mehr als nur wacher Sinne und ein Wille. Die Bande zwischen Pferd und Reiter sind heilig. Eine Seele, zwei Körper. Denk bei das, hast du Angst? Falls ja, geh nicht. Aber solltest du gehen, fürchte dich nicht. Was ist das? Nach so langer Zeit gibt es immer noch Menschen auf dieser Insel, die die Urkräfte anbieten. Wenn du Bande zum Geist der Bestie knüpfen willst, brauchst du eine Opfergabe, die die Wildheit deiner Seele beweist. Einen Weg zu bahnen ist leicht, doch dahinter vergiften Sporen die Luft. Darauf müssen wir uns vorbereiten. Die zornigen Erdkreaturen hier haben die Hauptzutat für die Impfung. Sammle ihre Samen. Hey, der nächste Teil der Quest bringt uns hier hin? Jetzt müssen wir nur mal kurz gucken. Es ist alles so voll hier, beziehungsweise echt verbuggt, aber es sieht auch echt geil aus, muss man schon sagen. Na, also wir hatten halt vorher Brimstone, diese große, große offene Welt, Sandwelt, wo du ewig weit durchschauen konntest. Jetzt hast du natürlich hier diese, überarbeitete Welt von Himmelswildnis. Und diese klumpige Steuerung von unseren Pferden. Boah, die ist auch echt hart. Ich kann mich immer noch nicht dran gewöhnen. Boah, dieses Viehern ist auch hart. Boah, hier sind arsch viele Leute. Ach, für den Moment müssen wir sie ertragen. Gib Erzdruide Trahern die Impfung. Ihn brauchen wir unbedingt gesund. Sprich dann mit Alchemist Adrid. Er ist klüger als die anderen. Mhm. Auch hier auch noch in dem Feld. Ah, da ist er, okay. Boah, Leggy. Leggy. Zu viele Leute einfach. Sei gegrüßt. Tiefer Frieden mit dir.
Deine Ankunft ist wie ein frischer Wind in diesem gequälten Lager. Hm. Ist das die Impfung von Morgaine? Sieh an, das ist die erste gütige Tat, seit ich sie kenne. Sie will, dass du es zuerst nimmst. Das ist überraschend, aber ich muss ablehnen. Andere benötigen das Mittel viel dringender. Jeder hier verträgt die Sporen unterschiedlich gut. Bitte verabreiche die Impfung denen, die krank geworden sind. Okay, können wir machen. Ich kenne solche Alchemisten. So ein Schlangenöl kauft man nur einmal. Nie wieder Feuer in der Flasche, sage ich dir. Das war's? Nee, wir müssen hier jemanden behandeln. Okay, weiter geht's. Behandeln Druide, bla bla bla. Ja, ist ja gut. Und dann noch da. Boah, sind hier viele Leute da. Ja, Wartezeit war auch echt ekelhaft eben noch, ne? Ich glaube, Disconnection will man jetzt nicht haben. Kommst du auch echt nicht, kommst du erst wieder in eine Stunde rein, ne? Habe ich eben noch gesehen. Warte. Wo war das? Hier New World Database Server. Boah, überall Warteschlangen. Fuck. Guck mal, auf Aru kommst du gar nicht rein. 6 Stunden. Asgard, wir sind auf Asgard. 2 Stunden und 5. Boah. Ja, vergiss es. Also wenn man hier einen Disconnect hat, bist du draußen. Einfach nur draußen. Alter, ist das ekelhaft. Hoffentlich werden wir nicht disconnected. Hoffentlich werden wir nicht disconnected. Können wir den wegmachen? Schade. Euch aus. Nichts abholzen. Doch, wir können. Verbreitet unseren Einfluss bis ganz erkennbar. Nehmt alle fremden Menschen gefangen und bringt sie zu mir. Sie haben einen Zweck. Baumfeld. Junge. Ach, ist das gut. Okay, wo müssen wir hin? Was müssen wir machen? Questen. Wir müssen questen. Wir müssen so schnell wie möglich herauskommen. Ja, komm, die Nebenquest werde ich jetzt nicht anhören. Nur die Hauptquest, das reicht mir. Ich guck noch. Was habe ich denn hier? Achso, das ist das. Ein Schild. Waffe. Brauche ich alles nicht. Kann ich aber einschmelzen. 1, 2, 3, 4. Eins fehlt mir noch. Na, scheiß drauf, nehmen wir das auch noch weg. Dann haben wir genau. Genau das wollte ich haben. Ah, der Held von Eternum. Morgaine sagte dein Kommen vorher. Aber ich habe meine Zweifel an ihren Behauptungen. Wie dem auch sei. Fähige Kämpfer sind gerne gesehen. Uns fehlen überall Leute. Okay, kannst du mich über die Lage aufklären? Da gibt es nicht viel. Artemis ist hier. Die Pflanzen mutieren rasant und die Bestien werden immer wilder. Okay. Unsere Späher schweben in Gefahr, sobald sie das Lager verlassen. Die letzte Patrouille hat sich noch gar nicht gemeldet. Ich suche nach ihr. Das nenne ich mal Tatendrang. Gerne. Späher verschwinden, aber eine ganze Patrouille ist besorgniserregend. Ja, sie waren Thema. Beim Forellsee. Sieh dort zuerst nach. Sei auf der Hut. Das Land hier will uns vernichten. Ah, kein Thema. Kriege ich alles hin. Sie sah etwas, aber sie kann uns nichts Hilfreiches sagen. Ich muss in ihre Erinnerungen. Okay. Ist wieder weg. Was kannst du? Diese Verzauberung lernte ich einst von meinem Bruder. Da drinnen gibt es nur Fragmente, aber ich kenne mich da aus. Stell dich an ihre Seite und wir erkunden ihre Erinnerungen gemeinsam. Alles klar. Wo muss ich hin? Hier. Es begann, als die Enneade erwachte und ihre Macht den Boden erfüllte. Ihr Licht schien vom Turm hier mit grausamer Pracht. Wer es wagte, nachzusehen, erblickte eine grässliche Verwandlung. Artemis hatte ein Monster erschaffen,
dessen Blick zu Stein verwandelte. Als die Schrecken der Ahnen sich ausbreiteten, kämpften die Siedler verzweifelt. Doch die Natur in erstes Licht verwandelte sich und kämpfte gegen sie. Die Besiegten wurden mit den Worten eines großen Zwecks getröstet. Ihr Schicksal und ihre Überbleibsel seien verwoben mit der Geburt einer neuen Welt. Wie es scheint, rief Artemis eine Armee aus Bestien zu Hilfe. Urzeitliche Kreaturen, beschworen aus dem Abgrund. Was folgte, war nichts als Wahnsinn. Grausame Akte, die Menschen, Bestien und Pflanzen widernatürlich verbanden. Der Anblick erschütterte ihre Seele. Die Flucht gelang dem Körper, nicht dem Geist. Nach dieser Vision der Ahnen für die Zukunft liegt ihr Verstand in Scherben. Ein bluttriefendes Eden ohne Menschlichkeit. Schick. Okay, weiter geht's. Gehen ja nach oben. Und dann sind wir falsch. Gehen hier nach unten. Yep. Ah, hier müssen wir hin. Okay. Willkommen in der Siedlung Erstes Licht. Oder dem, was davon übrig ist. Wachtmeister Magistrat Riches, zu Dienst. Wie auch immer du willst. Jetzt hast du mit eigenen Augen gesehen, wie es da draußen ist. Es ist nicht schön. Wieso geht doch? Viele Spiele, alle haben Spaß. Macht Bock, doch, doch. Okay. Sammeln wieder ein bisschen was ein. Ich glaube, bei New World ist es aber auch normal, dass man halt... Es schwankt halt zwischen, hey, sammel das und das oder erledige das und das. Zwischen Killen und Sammeln, das ist halt klassisch. Mehr Questarten wirst du nicht wirklich bei New World haben. Oh, shit. Scheiße. Ich hätte... Naja, auch gut. Wir rennen alle immer nur weg. Können wir die... Ja, klar. Können die auch nicht mehr ernten. Was müssen wir denn überhaupt machen? Sammel, Verdrüsen von... Blablabla, okay. Das heißt, wir müssen ein paar erledigen. Ulix. Wo will der hin? Her. Okay, Damage? Weiß ja nicht mal woher. Hab jetzt auch hier meinen ersten genannten Gegenstand bekommen. Ein Hammer. Werte sind echt gut. Voll aufgeschlagener Angriff. Das ist halt alles nicht verkehrt. Das ist einfach nur 631. Ich glaube, das ist auf die Stufe bezogen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Level 65 werden. Alles andere macht keinen Sinn. Also ich muss sagen, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Auch nicht schlecht. Kann man mal kriegen, ne? Gut, weiter geht's. Also wir kommen ganz gut voran. Das Problem ist nur, ich glaube, wenn man so richtig schnell leveln will, wäre es am besten, wenn man sich hier die ganzen Quests irgendwie bei der Tiefenschlucht holt und macht... Oder halt hier in Edenhain. Das wird wesentlich besser sein. Weil hier ist alles überfüllt, die Leute kommen nirgendwo ran, bla bla bla. Ich glaube, das wird schon... Oh, vielen Dank. Ich hätte nie ja. So nah an die Ruine. Gut, dass ich ein paar soll, vorher schon gemacht habe. Ich gebe die gleich alle ab. Hast du je so einen Apparat gesehen? Nee, juckt mich aber auch nicht. Komm. Ich beantworte gern alle Fragen zu Verkaben. Boah, absolutes Labyrinth. Gefällt mir aber irgendwie. Mal was anderes. Als irgendwas zu killen und irgendwas zu sammeln. Einfach ein Labyrinth durchsuchen. Doch, hat was, definitiv. Wir kommen hier nicht durch. Wir müssen weiter runter. So. Egal. Nein, ich häng fest. Jetzt aber nicht mehr. Und jetzt können wir hoch. Okay. Hier können wir krabbeln. Na, also geht doch. Da brauchen wir nicht mehr. Oh, Labyrinth. Ich glaube, das ist ein Dead End. Vielleicht.
Ding getötet. Season Pass nebenbei auch noch aufleveln, ist nicht verkehrt. Alter, aber wie kommen wir denn dahin? Guck mal, wir schummeln einfach. Ha! Aber ich glaube, wir müssten dahin, diese zweite Quest zu machen. Würde ich jetzt mal behaupten. Oh Mann, Alter. Aber irgendwie hat das was mit dem Labyrinth. Doch, doch. Gefällt mir. Hm. Kommen wir da hin? Wir müssen... Ah, okay, das ist einfach nur... Perfekt. Das ist das letzte. Kommt, okay. Und eine Truhe. Ja, eben ja schon gezinkte Karten bekommen, also. Wir da wohl nie Drop ran. Muss ein bisschen zurück. Nee. Das wäre jetzt blöd. Wir sind hier mal durch. Rufen wir auch mal unser Pferd. Vielleicht können wir noch ein bisschen schneller voran. So, wo ich jetzt durchquere das Labyrinth. Ja, sind wir doch immer noch dabei. Also bis jetzt muss ich sagen, macht die New World eine gute Figur. Viele Glitches, viele Gummiband-Effekte, aber das ist normal, weil viele Spieler jetzt gerade drauf sind. Sei gegrüßt. Du bist mutig wie die alten Helden und clever genug, um dich in meinem Labyrinth zurechtzufinden. Boah, wenn du den Kampf suchst, dann lass uns kämpfen und die Entscheidung über den Sieg dem Schicksal überlassen. Schlage auf meine Trommel und ich erzähle mehr. Oh, Cutscene. Cutscene incoming. Yep. Zu Anbeginn der Zeit waren die Bestienfürsten wahre Titanen auf Erden. Sie lebten in Harmonie mit der Erde in ihrer ursprünglichen Form. Als die Ahnen ankamen, wollten sie alles beherrschen. Doch sie merkten schon bald, wie unbeherrschbar die Kinder der Erde waren. Damals wandelte ich unter Menschen und erhielt die unsterbliche Gabe der Ahnen. Ich wurde ihr Botschafter für die uralte Welt. Während des Bürgerkriegs der Ahnen kämpfte ich mit Artemis gegen die Verderbnis. Doch die Bestienfürsten hielten sich fern und zogen sich in ihr Unterweltreich zurück. Sie stahlen die Träne Gaias und wachten über ihre Kraft, die Erde zu verwandeln. Jahrtausende später bat mich die Jägerin wieder, an ihrer Seite zu kämpfen, um die alte Ordnung wiederherzustellen und die Bestienfürsten zurückzubringen. Ihre Kräfte scheinen jedoch neuen Zorn entfacht zu haben. Einen Zorn, der für ganz Eternum sehr zerstörerisch werden könnte. Hm. Sah wie immer ganz gut aus. Jetzt wird's wieder spannend. Einzeldungeon. Okay. Mal schauen. Ich glaube, das wird einfach. Ich meine, ist ein Einzeldungeon. Hauptstory. Darf auch nicht schwer sein, ne? Mammutquest. Okay. Was soll das mit PvP-Belohnung? Dickes Mammut.
Und du kriegst mich nicht. Oh, macht aber auch. Ich krieg den so gar nicht, weil er so fit ist. Ja, der macht aber auch null Schaden. Da brauchen die die Musik auch gar nicht so dramatisch zu machen. Das wird ein Kinderspiel werden. Einfach am besten. Und einmal rüber. Zack. Okay, also so richtig viele Mechaniken hat er nicht. Ist auf dem Boden stampfen mal. In die Blitze. Aber da kann man ihm richtig viel Schaden machen, so wie jetzt zum Beispiel. Man muss sich nur gut positionieren. Und easy. Ich denke mal, so wird auch ungefähr, also es war ja, glaube ich, der Boss-Gegner, Boss des neuen Dungeons, ne? Müsste eigentlich sein. Easy. Sieg, Seelenprüfung abgeschlossen. Ah, ich will jetzt noch nicht raus. Mal gucken, was in der Truhe ist. Oh, warte mal. Ah, ist das, ach, das sind diese Symbole, genauso wie bei Brimstone, ne? Diese Glyphen. Dann muss man halt mit diesen komischen Aspekten das machen. Und eins haben wir jetzt, ne, wir haben zwei. Stimmt, das haben wir mit unserem Pferd bekommen, also fehlen uns noch drei. Ah, oh, gechillt. Bei Brimstone musste man wirklich so 16 oder sowas sammeln, das war... Ist ein bisschen weniger. Und man kann Elite-Chests aufmachen. Macht aber wenig Sinn, wenn wir noch nicht volles Level haben. Ich glaube, mit 65 kriegen wir erst unsere... legendäre Gegenstand. Boah, das ist aber auch nicht so gut. Schaden, wenn die Mut aktiviert ist. Ah, okay. Verursacht Arkanenschaden. Mitzel. Das ist nicht so der Bringer. Okay, nächste Prüfung. Kommen wir rein. Bitte kein Disconnect. So ein paar, habe ich gehört, haben schon ein Disconnect gehabt, also da will ich nicht den Teufel an die Wand malen. Achso, das ist auch schon... Kommt angerannt. Wie vorhersehbar. Ich habe jetzt nicht mit so einer Katze hingerechnet. Aber irgendwie ist mein komplettes Interface in die Katze reingekommen. Ich glaube nicht. Genieße dein Steingrab, urzeitliche Bestie. Nein, Taurus. Ich mag den Taurus. Warte. Weg. Kann ich... Dein Schutz wird dich nicht... Hey! Ich komme hier mehr. Ach, jetzt können wir. Darf nicht sein. Okay, wann machen wir? Die ist wie die Gorgonen aus Lazarus wahrscheinlich. Nee, wie der zweite oder vorletzte Boss von Tempest. Ja, das kommt eher dem Ganzen nah. Oh no. Oh no. Oh no. Komm wieder raus. Scheiße. Okay, das war nicht gut. Ja, sage ich es wie es ist. Das war nicht gut. Da wäre eine Rolle gar nicht so verkehrt gewesen. Aber wir haben keine Rolle mehr. Wir heilen uns ein bisschen. Ich glaube, solange wir diesen Gorgonenblick hier ausweichen können, ist das eigentlich gar kein Problem. Aber es ist knackiger als das Mammut, definitiv. Ich glaube, ein paar werden hier ein paar Mal sterben können. Ist aber immer noch sehr einfach, klar. Was kriegen wir? Und was haben wir bekommen? Klar, darf ich nicht ansehen. Okay. So, jetzt aber.
Blunderbuss. Nee. Nein, ist nicht gut. Daraus rein wir. Und was sagt mein Kollege? Ich war ein Narr. Blind komm. Vor Wut. Alles ich gut, Kollege. Ich fiel dem abscheulichen Blick der Gorgone zum Opfer und hätte fast alles verloren. Danke, Mensch. Ich stehe auf ewig in deiner Schuld. Alles tut dir. Ich unterstütze dich, aber meine Axt werde ich nicht erheben. Ich kämpfe nicht gegen jemanden, der einst an meiner Seite gekämpft hat. Ich bleibe hier und halte die Gorgone und ihre abscheulichen Kreationen in Schach. Damit war's das, ne? Alles klar. Perfekt. Wir sind, glaube ich, jetzt so langsam am Ende angekommen. Das war jetzt so der große Bossfight angeblich. Ja, große Rudel der Monster streifen schon durch das Land. Wir müssen der Revolution der Medusa Einhalt gebieten. Nach dem Sieg über die Gorgone ist die Zeit gekommen. Na easy, kriegen wir hin. Die Hexerin Gantische Garten haben wir abgeschlossen. Wenn wir die Energien hier anzapfen, könnten wir unsere Schuss und Level up. Verbessern. Morgains magische Theorien hören sich hanebüchen an. Aber meine Aufgabe hier ist klar. Okay. Vertraue Morgain. Sie weiß, was sie tut. Ich hoffe es. Mal schauen. Wir können nur Möglichkeiten sehen. Die Natur entscheidet, ob wir daraus Gutes gelingen ernten. Geh und suche Morgain in der Enklave. Wenn du den Weg frei machst, stoße ich bald zu dir, um meinen Teil zu erfüllen. Alles klar, auf geht's. Bin mal gespannt, wie viele Quests wir noch bekommen. Scheinen ja hier ziemlich fertig zu sein langsam, ne? 64 sind wir auch schon, noch ein Level. Und ich habe noch einen Haufen Nebenquests, die ich abgeben kann. Und das mache ich definitiv gleich noch. Ja. Nächster Boss Dungeon? Nein. Okay. Und widersprechen. Gut gemacht. Dankeschön. Mit dem Anzapfen der Ahnenenergien hier haben wir etwas Ähnliches geschafft wie Myrdin bei der ersten Verstärkung seines Stabs der Zauberkunst. Okay. Doch das ist noch lange nicht genug für den Kampf gegen einen Ahnen. Und noch mehr? Artemis ist nicht nur eine Ahnen. Wenn sie auch noch Macht aus der Träne Geas zieht, könnte alles vergebens sein. Wir haben nur eine Chance. Wir müssen ihre Ambitionen ausnutzen. Darauf bereit. Dann ist der Stab, der Schlüssel dazu. Genau. Im Gegensatz zum Erzdruiden ist deine Auffassungsgabe tadellos. Aber Trahern spielt auch eine wichtige Rolle. Artemis durchwirkt die Pflanzen von Erstes Licht mit transformativer Lebenskraft. Die kann der Druide nutzen. Was für ein Glück, dass wir ihn haben. Ha, du bist zu freundlich. Aber ja, ohne ihn können wir es nicht schaffen. Er braucht deine Hilfe, da bin ich mir ganz sicher. Du findest ihn bei den Blumen oben. Tu, was immer nötig ist. Ich stoße in der Nähe. Alles klar. Pflanze untersuchen. Die letzte Stunde naht und die Schänder sind da. So klein und hilflos. Sie können uns Grande Finale, mein Freund. Irgendwas passiert? Irgendwas passiert? Ich warne dich ein letztes Mal, Mensch. Keinen Schritt weiter. Wage es, mich zu unterbrechen, und dein Leid wird einst in Legenden besungen werden. Na, immerhin. Hat was? Hat was. Bitte sag mir nicht, dass das... Ah, ich dachte schon. Ich habe jedes Mal Schiss, dass das hängen bleibt. Jedes Mal. Aber nee, New World läuft bis jetzt echt rund. Nicht reibungslos. Aber rund, definitiv.
Oh, ist sie Feuerwerk. Feuerwerk! Der Erzdruide kann doch sehr schnell sein, wenn er Gefahren für seine Baumlieblinge wittert. Er ist bereit, deinen Stab mit der Lebenskraft des von dir gefundenen Samens zu durchwirken. Beten wir, dass das ausreicht. Was bringt das gegen Artemis? Artemis kann nicht zerstört werden. Unsere Hoffnung ist es, sie mit deinem verstärkten Stab einzusperren. Uns bleibt keine Zeit. Befolge Traherns Anweisungen. Es wird funktionieren. Vertrau. Ich definitiv. Vertrau dir. Ja, ja. Vor allem, weil du so oft inmitten im Satz einfach aufhörst zu reden. Machen wir gleich, komm. Ich bin dir sehr dankbar für alles, was du getan hast. Ich spüre das Azor durch die Ranken strömen. Welche Macht ich auch finde, ich werde sie kanalisieren, um dir zu helfen. Das kriegen wir hin. Absolut kriegen wir das hin. Okay, das mit dem Barrikade mache ich gleich. Jetzt gehe ich aber erstmal in die Endquest. Feuerwerk. Das sieht aber auch geil aus wieder. Nein. Nein. Ach. Okay. Ich dachte schon, ich kriege einen Haufen Schaden rein, aber nein. Wir rennen einfach durch. Erklimmen in den Turm. Machen wir. Machen wir und machen wir ganz schnell. So langsam ist Feierabend. Morgen muss wieder gearbeitet werden. Leben Saat. Hey. Ja, die verfolgen uns immer noch. Ist egal, wie viel wir ziehen, wir kommen da ganz gut durch. Wenn wir einfach nur geradlinig laufen. Weiter geht's. Der verfolgt uns immer noch. Vor allem, hier ist aber auch irgendwie kein Spieler, ne? Spannung pur. Geradliniges Durchlaufen. Das war der Wichser, der die ganze Zeit geschossen hat. Oh, du Arsch. Jetzt sind wir hier. Und Endfight. Rein geht's. Hüpp. Du stirbst. Und da sitze ich nicht drin. Jetzt können wir rein. Yay! Endprüfung. Das muss jetzt wirklich die letzte Quest sein, weil wir einfach den Artefakt-Gegenstand bekommen. Ich glaube, ich habe das schon 10-mal gesagt, aber diesmal muss es stimmen. Geht zu Göttin. Das sind Göttin sogar schon. Oh, auch nicht schlecht. Artemisia. Erinnert das mich sehr an Sylvanas. Okay, da hätte ich ausweichen sollen. Wie machen wir das? Wir machen das oldschool-mäßig und zwar perfekt. Achso, die machen gar nicht so viel Schaden, dann ist das perfekt. Fernkämpferin. Du kriegst jetzt den Arsch, wenn du willst, Kleine. Ja, die kriegt aber gar nicht so den Arsch für so das Gefühl. Da müssen wir mal jetzt gucken. Ist das gerade spannend? Mega spannend. Ja, aber ist knackig. Knackig. Knackig genug, dass ich sagen kann, macht Spaß. Ups.
Hip. Oh, der hält mehr aus. Oh wow, jetzt geht's aber rund hier. Oh, ganz viele von diesen Pflanzen. Und wir hätten hier ausweichen sollen. Glaube, könnt ihr keinen Schaden finden. Warum ist das so? Wenn eine Mechanik kommt, da müssen wir ausweichen. Da müssten wir ausweichen. Das sind coole Bossen, definitiv. Guter Boss, kann man nicht meckern. Ich tue mich hier ein bisschen schwer. Ich denke mal, wenn man leichte Rüstung hat, wird das hier ein bisschen noch schwieriger sein. Aber ja, sonst easy going. Ne? Da war ich nie wirklich in Gefahr, muss ich zugeben, ne. Prüfung abgeschlossen. Artefaktgegenstand. Kann ich noch irgendwas looten? Wo ist mein Loot? Wo ist mein Loot? Da. Erfeste die Macht. Cutscene. Grande Finale, Leute. Grande Finale. Und wieder bringt die Hybris der Menschen Unheil über die Küsten Eternums. Das waren die letzten Worte. Das waren aber irgendwie war jetzt nicht so der Knüller. Du hast geschafft, was Myrdin nicht gelang. Ach was. In dir scheint jedes Einfach. Mal eine neue Kraft aus einer unbekannten Quelle aufzuwallen. Allerdings ist da noch die Träne Geas. Wir müssen schnell handeln. Okay, was machen wir damit? Das Artefakt ist zu mächtig für die Ahnen und übersteigt alles, was der Verstand von Sterblichen je zu begreifen vermag. Ich kann es behalten, liebe Mama. Ist gut. Die dummen Druiden dürfen nicht damit verschwinden. So, wo müssen wir hin? Schatzjäger. Ah, hier, okay. Die Träne an dich. Der Kristall enthält die Essenz einer mächtigen Ahnen. Eine Ahnen, die sich vor langer Zeit selbst geopfert hat, um das Fundament für die Magie Eternums zu legen. Mit ihr hätte Artemis die Geschichte der Menschheit verändert. Können wir sie in den Bestienfürsten zurückgeben? Nicht, solange diese Wildheit sie im Griff hat. Solche Macht kann man ihnen einfach nicht anvertrauen. Nein, ich bringe sie an einen längst vergessenen Ort, wo sie gut verborgen ist. Verrätst du mir, wo dieser Ort ist? Nein, lieber nicht. Was? Selbst dein Verstand kann in Versuchung geraten. Na, es gibt noch so viele ungelöste Mysterien. Komm und hier. Viele würden sie für ihre dunklen Zwecke missbrauchen. Ja, deswegen bist du auf der Hut. Wir werden uns wiedersehen. Sturzsehe, sprich mit bla bla bla. Okay. Ich hab sie den Arsch versohlt, das habe ich getan. Deine nicht. In Furcht und Stolz greift ihr Menschen nach etwas Unerreichbarem. Es wäre weise, wenn ihr mir das Artefakt anvertrauen würdet. Ich würde sie geben. Genieße deinen vorläufigen Sieg. Aber du hast uns alle ins Verderben gestürzt und die Menschheit wird sich der Dunkelheit einsamer denn je stellen. Tretet näher und ich gewähre euch einen Blick auf euer Schicksal. Cutscene. Nächste Cutscene. Von Anfang an habe ich mich aufgeopfert, um die Erde zu schützen. Habe zugesehen, wie Brüder und Schwestern ihre Essenz aufgaben, um das Böse aufzuhalten. Bei seiner Wiederkehr versuchte ich, den Garten wieder aufblühen zu lassen und für die Menschen zu büßen. So eins zu eins Sylvanas Geschichte. Und eine viel größere Gefahr heraufbeschworen. Eure Verbündeten verfügen über Kräfte, die nie für Menschen gedacht waren.
Sie erkennen nicht, was sie aus den Schatten hervorlocken. Die Bestienfürsten sind nur die Vorhut wilder Legionen. Und sie werden jeden jagen, um das ihre zurückzuerlangen. Eine längst vergessene Finsternis erwacht mit unstillbarem Durst. Nein. Werwölfe. Und über all dem schwebt das Schreckgespenst der Zeit, um Eternum sein Opfer abzuverlangen. Endlich wird die Insel der Unsterblichen zur Rechenschaft gezogen. Ich glaube, das war ein Ausblick so auf die nächsten Expeditionen, Erweiterungen, Add-ons, was wir auch immer da bekommen. Sah ganz gut aus. Bin ich mal gespannt. Ich glaube, in Richtung Werwolf habe ich irgendwas gesehen, ne? Noch sprich mit. Okay, ich glaube, das ist dann hier. Artefaktgegenstand. Was geht's? Wir haben den Aufstieg einer Ahnen verhindert. Aber es gibt noch vieles zu tun. Mich sorgt, was mit dem Bestienfürsten nach der Erkrankung passiert ist. Du solltest zurückkommen. Hier braucht man möglicherweise weitere Hilfe. Aufgabe abschließen. Da ist es passiert. Wir haben alles geschafft. Hier können wir uns noch ein bisschen was einsammeln. Glaube ich zumindest. Hier. Oh, haben wir schon. Haben wir das? Irgendwie will er das nicht sammeln. Aber ist auch egal. Weil wir haben jetzt das hier. Das ist einfach nur ein Ziel zum Sehen. Ah, okay. Okay, Leute, Endsporn. Und zwar haben wir jetzt noch im Brackwasser die letzten Fraktionsquests, die wir abgeben können. Und das sollte uns auch das letzte Ding geben. Dann sollten wir auf 65 sein. Mal schauen, ob das reicht. Ich glaube, wir haben hier noch 3 Quests abzugeben. Es ist dir also eine Freude, dich mit mir 2. Zu unterhalten. Aber sollte passen. Ja. Da ist das Ding. Da ist das Ding, Leute. Endstufe ist erreicht. Artefakte sind freigeschaltet. Achso, das ist hier, weil Season Pass. Ziemlich uninteressant. Aber ja, wir haben es geschafft. Level 65 ist erreicht. 65. Das heißt, wir haben jetzt die Story gemacht. Story meiner Meinung nach war ganz okay. Also so, ich habe da jetzt nicht großartig viel erwartet. Wie das Ganze mit den Rüstungsset bzw. mit den Artefakten noch aussehen wird, werde ich mir noch angucken. Genauso ist das halt mit den Fraktionen. Bei den Fraktionen ist es halt so, dass wir halt erstmal noch es die... Es ist eine Freude, dich mit mir zu unterhalten, ja? Nicht ganz. Dass wir halt erstmal noch die Experience sammeln müssen, bis wir halt zu dem Punkt 6 kommen. Und dann können wir halt eine Quest machen und dann werden wir natürlich die neuen Sachen freischalten. Ich glaube, bis dahin werden wir natürlich diese ganzen Level 675er Sachen gar nicht mehr brauchen. Aber wir werden auf jeden Fall Zugang zu unserem Artsort-Induktor bekommen, das gar nicht so schlecht ist. Und chromatische Siegel. Brauchen wir nämlich beides, um halt 700 GS-Gegenstände herzustellen. Aber ansonsten war es das. Story meiner Meinung nach war ganz okay. Ich habe nichts Großartiges erwartet. Wir sind auch sehr schnell durchgekommen. Bis auf einzelne kleine Gummieffekte waren da halt, also Gummibandeffekte, waren da halt jetzt nicht großartig viele Bugs. Wir haben Lags, definitiv. Aber die Server sind halt überlastet. Also wir können nochmal hier gucken. Wenn wir hier schön auf die Server gehen und dann einfach mal alles refreshen, sehen wir halt auch, dass bei Asgard, okay, ist immer noch eine Warteschlange und wir haben halt jetzt na, halb zwölf nachts. Ja, genau, die Server wurden halt schon um 250 Leute erhöht. Aber ist immer noch natürlich zu wenig. Ich meine, wenn du hier auf so einen Maramar gehst, da wirst du 6 Stunden warten müssen. Genauso war es eben noch so auf Aaru. War das Aaru? Genau, deutsch, englische Channel. Da war es halt auch eben noch so voll. Ich bin immer noch kein großer Fan von diesen kleinen Servern, aber hey, es ist, wie es ist. Trotzdem muss ich sagen, lief das Spiel doch ganz okay.
Story war ganz super. Die kleinen Bossfights waren ganz nett. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir das mit der Artefaktgegenstände machen. Plus halt noch die restlichen Quests machen, uns die Sachen holen etc. Also es gibt noch richtig viel zu tun in der Expansions. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Also haut rein, Leute. Macht's gut. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.